Dieser halsbrecherische Rekordversuch wird einem deutschen Extremsportler zum Verhängnis. Hans Preißler holt sich seit 12 Jahren bei solchen todesmutigen Sprüngen den ganz besonderen Kick. Unzählige Male hat er sich schon von Brücken, Türmen oder Klippen in Hochhaushöhe gestürzt. Dieser Sprung aus 30 Metern Höhe soll der Sprung seines Lebens werden. Schon 4-mal hat er diesen Steinbruch im Landkreis Görlitz bezwungen. Diesmal versucht er sich an einem Vierfachsalto mit halber Schraube. So einen waghalsigen Sprung aus dieser Höhe hat noch keiner geschafft. Doch bei dem Rekordsprung stimmt das Timing nicht. Der Stunt geht schief, der Adrenalin-Junkie verletzt sich schwer. Er klatscht mit 85 km/h rücklings auf dem Wasser auf. Seine Crew alarmiert den Rettungsdienst. Sanitäter bringen den 22-Jährigen in die Klinik. Die Diagnose: starke Lungenprellung, mehrere Brustwirbel sind gebrochen und ein Halswirbel angeknackst. Das Video vom 19. August geht jetzt viral, doch zum Nachahmen ist das auf jeden Fall nichts. Hans ist froh, dass er noch lebt und die Heilung gut verläuft. Dass das Springen und Baden in diesem Steinbruch verboten ist, war Hans anscheinend nicht bewusst. Seit seinem Sturz hat er jeden Tag Schmerzen, muss eine Halskrause tragen. Seinen Job als Stuntman kann er momentan nicht mehr ausüben. Er hat beinahe alles verloren. Doch obwohl ihm dieser 30-Meter-Sprung vieles gekostet hat, will er weitermachen. Für ihn steht fest, nach der Reha und einer weiteren Operation will er eines Tages wieder auf dieser Klippe stehen.